Hallo und herzlich willkommen Leute bei Fistful of Frags. Nein, Fistful of Frags. Irgendwie so. Es ist ein Wildwestern-Shooter, basiert auf der Source Engine, ich glaube Source Engine 2, ich bin mir nicht sicher. Und ja, man hat hier drei Waffen, man hat so einen Revolver, eine Schrotflinte und ein Gewehr. Dann kann man als Secondary Dynamit, Wurfmesser, man kann seine Waffe werfen. Dann kann man auch Schuhe nehmen oder Schlagringe oder keine Ahnung, was das ist. Gentleman, ich habe es noch nie benutzt. Dann kann man auswählen, ob man doppelhändig ist und dann ja, kann man halt zwei Pistolen tragen, wenn man einen zweiten findet. Rechtshänder bist halt mit rechts besser und Linkshänder, ja, versteht sich von alleine. Dann sagen wir einfach starten, ja, zack, los geht's. Nehmen unsere Waffe in die Hand oder erstmal eine Granate und müssen erstmal darüber. Und man ist hier ziemlich schnell tot. Also man hat hier sehr wenig Überlebenschancen. Und wenn man läuft, kann man auch, trifft man auch kaum was mit den Waffen. Und ja, Headshot ist man sofort tot. Und ja, Bauch oder so halt nicht. Macht auch unterschiedlich Schaden halt, wo man hinschießt. Counter-Strike-Style halt, ne? Ja, es macht ziemlich Spaß, ist free to play, also jeden, der nur ein bisschen Platz auf seiner Festplatte hat, probier's mal aus. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ich war anfangs Austausch scheiße, ich bin immer noch nicht gut, aber ja, da habe ich eben meinen weggeballert. Und ich habe eigentlich keine Chance im Nahkampf gegen den, weil er einen Schrotflinte hat. Und ich halte nur so ein doofes Gewehr. Na okay, aber ich wollte das Gewehr ja nie. Ich weiß nicht, ich mag das Gewehr einfach am meisten. Mit dem ist es cool, kann einfach so rumbalzen. Und da ich eigentlich, ja, eigentlich ziemlich präzise bin, ja, funktioniert das normalerweise gut. Aber wenn man halt mal nicht trifft, dann ist man halt im Arsch mit der Waffe hier. Komm raus, komm raus, komm raus. Aua! Ja, okay. Gegen Revolver habe ich auch eigentlich wenig Chance, halt eine Distance-Waffe eigentlich. Das ist schon. Und es gibt vier Teams. Gerade es gibt einen Modus, da gibt es nur zwei Teams. Aber in dem hier gibt es zwei. Das laber ich. Es gibt einen Modus, da gibt es zwei und hier gibt es vier. So rum. Und ja, es ist einfach nur ein Team Deathmatch. Und ja, mir gibt es nicht viel zu sagen, es ist ziemlich simpel. Da habe ich einen Kopfschuss gegeben, wow. Ja, die Schrotflinte. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, ich werfe die Granaten oder Dynamitstangen immer durch die Gegend so und hoffe, ich treffe jemanden. Das klappt normalerweise auch, wenn man die Map kennt. Aber da ich gar nicht wusste, wo ich ihn werfe. Dabei ja nicht sehr viel rauskommen. Okay, wo sind die Gegner? Da oben hat einer geschossen. Da. Ah, ist ein Teammate. Na, der Server ist ziemlich leer geworden. Es können 20 Leute auf einem Server sein. Ah, hier jetzt gerade halt nicht. Und da haben wir wieder einem Heli gegeben. Und ich hatte vorhin eine Streak von 10 Abschüssen, alles Handys. Und ja, ich habe fast eigentlich jeden Schuss getroffen. Ja, okay. Ich habe so mit 15 Schuss 10 Leute umgenietet. Das war echt cool. Aber den habe ich nicht getroffen, scheiße. Ist doch ein bisschen knifflig hier zu treffen, aber dafür stirbt man halt schnell. Ist nicht so wie ein COD, wo einfach jeder trifft. Weil es so eine Laserwaffe ist. Okay, doch schon. Die ist sau präzise, die Waffe, aber der Revolver zum Beispiel ist nicht so präzise. Der hat gerade einen Bogen. Den kann man auch finden, ist halt eine Special-Waffe. Und. Ach, scheiße. Ja, es gibt auch Special-Waffen. Da, hier, ich bin direkt vor einer gespawnt. Coole Sache. Geht man hin, drückt E. Und zack, was habe ich bekommen? Hier den Revolver habe ich bekommen. Okay, coole Angelegenheit. Dann tun wir mit dem Revolver hier rumlatschen, oder? So, wow. Da schießt schon wieder einer auf uns, oder? Nein? Okay.
Mit dem Revolver muss ich sagen, bin ich nicht gut. Mit dem kann ich einfach nicht umgehen. Vor allem, weil der schwach ist. So. Okay, das ging ja jetzt ganz gut. Aber drei Treffer sind mir halt eigentlich viel zu viele. Natürlich ein Heady, aber dafür ist halt voll unpräzise. Ach, scheiße. Okay. Da hat einer einen Revolver gehabt und konnte damit umgehen. Ah, der hat eine Axt. Und wir haben ihn einfach totgetreten. Ja, das Problem ist, beim Treten bleibt man auf der Stelle stehen. Ja. Und da sind wir an Sturzschaden, glaube ich, gestorben. Und was wollte ich gerade sagen? Ja, genau, beim Treten bleibt man halt immer stehen. Das ist ziemlich scheiße. Aber, naja. Man soll ja auch nicht über Titanfall so rumspringen. Alles wegtreten, was sich da bewegt. Und deswegen, ja, tritt mal halt so. Zack, stehen bleiben, Fuß hoch und bam. Sieht ziemlich undynamisch aus, ist es auch, aber. Naja. Wäre sonst so ein bisschen OP. Au, und da haben uns zwei Leute in die Zange genommen, die noch nicht mal in einem Team waren, aber. Naja, sowas passiert manchmal. Und scheiße, ist einer mit dem Revolver. Und da oben ist auch noch jemand. Also hier oben werfen eine Granate rein. Auf den warten wir jetzt mal kurz. Hoffentlich kommt er. Soll ich anlocken lassen? Ja, dann nicht. Na gut, schon gehen wir raus. Und schießen erstmal daneben. Super Angelegenheit, ne? So. Ach Mist. Komm schon. Komm schon. What the f... Okay. Wo das ist herkommt, weiß auch niemand. Aber egal. I keep playing. Huh. Ja, da haben wir direkt auf den Boden geschossen. Aua! Aua, ja. Das ist das Problem manchmal, wenn man tritt und nicht in Reichweite ist, dann bleibt er halt stehen und man kann sich nicht bewegen. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man tritt oder nicht. Und wenn man sich falsch entscheidet, ist man tot. Ist halt so. Es ist halt kein COD, es ist halt echt. Man muss halt für einen Kill kämpfen, also man kriegt den nicht geschenkt. Es sei denn, irgendein anderer Noob steht in der Ecke und bewegt sich nicht. Aber da kann ja auch noch ein anderes Team. Uah. An der Ecke bin ich hingegangen. Okay, das ist schön. Ach du Scheiße, ja. Es kann ja sein, dass ein anderes Teammitglied oder, Teammitglied, anderer Spieler einfach kommt und einem den Gegner vor der Nase wegballst. Und ja, da sind, in dieser Lobby sind scheinbar Leute, die können echt gut mit dem Revolver umgehen. Und da ich das nicht kann, habe ich im Nahkampf gelost. Ich habe einen Glücksschuss, indem ich irgendeinem Hedias in die gebe oder sowas. Ist alles schon vorgekommen. Aber im Moment bin ich echt schlecht, muss ich sagen. Eben in der Runde davor hatte ich am Schluss 24 Abschüsse. War drittbeste aus der Lobby. So, den haben wir erwischt. Zwar mit zwei Schuss, aber down ist down. So schwer zwei Schuss ineinander zu treffen. Vor allem mit dem Gewehr hier. Man sieht vor allem durch das, durch die Iron Sights nichts. Finde ich. Also ich kann mit Iron Sight überhaupt nicht umgehen. Aber, naja. Irgendwie muss es ja wohl doch funktionieren. Nö. Yo! Okay, der hat wohl gewusst, dass wir da um die Ecke stehen. Und hat halt schon mal seinen Bogen gezogen gehabt. Und ich habe gedacht, ich hätte ihm in den Kopf geschossen, aber. Dem scheint ja nicht so zu sein. Dem aber. Nein! Auch nicht. Na egal, ist trotzdem gestorben. Ach Mist. Ich halte immer zu weit vor. Ach, der hat gerade dasselbe vorgehabt wie wir. Naja. Wenn einer halt einen richtigen Sniper hatte, ist man im Arsch. Ist halt auch so eine super Waffe. Ja, okay, super Waffe übertrieben, aber halt auch so eine von den stärkeren Waffen, die man halt in den Touren findet. Oh, hier ist ein Teammate. Hallo, Teammate.
Sind wir hier? War ich ja noch nie. Cool. Zack, dem haben wir gut getroffen. Ich glaube, es war ein Herzschuss oder so. Dem haben wir nicht mal in den Fuß geschossen. So eine Scheiße aber auch. Boah, wir haben es noch geschafft. Den haben wir auch ganz gut getroffen, so wie es scheint. Und hier wird Sprachfehler. Hier wird wohl wieder ein Revolver drin sein. Nee, ich habe mir eine Schrotflinte geholt. Ah, man kann es auswählen, cool. Wusste ich nicht. Ich lerne dazu, ist auch erst das dritte Mal, glaube ich, dass ich das Spiel spiele. Also, ich habe wahrscheinlich so 2 Stunden Spielzeit. Boah, der Schrotflinte ist echt cool. Das wusste ich gar nicht. Okay, dann wechsle ich jetzt direkt mal zur Schrotflinte. Zack. Und es gibt Schotty-Action. Und jetzt wird der Schotty schneller. Das wusste ich alles nicht. Und irgendwie leckt einer von uns beiden rum. Er oder ich. Ich weiß es nicht. Aber einer von uns beiden hat gelenkt. Und der hatte... Oh, er hatte das Gewehr, was ich vorhin hatte. Luckshot halt. Du lebst noch. Ja, der hat uns wieder erwischt. Der hatte jetzt auch das Gewehr, was wir vorhin hatten. Ja, was heißt vorhin hatten? Es gibt ja nicht nur ein Gewehr. Das Gewehr, eine Schrotflinte. Eine Pistole, ja. Eine Schrotflinte ist auch ein Gewehr, aber das hier ist mehr eine Pistole. Das ist halt ein abgesägter. Nö. So, den haben wir auch gekillt. Ne, aber nicht. Und warum haben wir ihn nicht getroffen? Ah ja, egal. Weiter geht's. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Und irgendwie ist unser Dynamit gerade nicht gescheit explodiert. Langsam werde ich auch warm mit der Schrotflinte. Er hat warm gesagt, bist du schwul? Nein. Komm her. Boah, ich hab's nicht gefasst, ich hab vorhin Gronkh geguckt. Folge 23 oder so. Und er fängt einfach genauso an wie ich. Ich hab singen immer bei The Forest, Sticks and Stones will never break my bones oder sowas in der Art. Und der hat einfach auch damit angefangen, so Stick and Stones und sagt, break my bones. Und ich dachte mir so, was zur Teufel, Alter. Aber ich will damit nicht sagen, dass es bei mir geklaut hat oder so. Ich meine, das ist irgendwie so ein Reim, auf den kommt jeder. Oder so ein, keine Ahnung, ein Liedtext. Ich weiß echt nicht, woher ich das kenne, woher ich das hab. Aber sitzt irgendwie voll im Kopf fest. Also ich will nicht sagen, dass es mir geklaut hat. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Haus-Maus-Reim fast. Also, das ist jeder hin. Und da haben wir einen. Komm her. Oh, wir haben ihn noch so ein bisschen in den Kopf geschossen, aber nur so ein bisschen. Okay, man kann halt so eine Art Anvisieren hiermit machen. Dann schießt man schneller, ein bisschen präziser. Im Revolver schießt man unpräziser, aber dafür viel schneller. Und da haben wir noch ein Anime. Okay, dann haben wir down. Oh, man kann die Türen gar nicht öffnen. Okay. Gut zu wissen. Zack, den haben wir erwischt. More dead than alive. Ja. Werfen wir mal gerade Grenade oder halt nicht, sterben einfach mal und haben 17 Tode. Oh, ne, die Leitung hier ist ja Bombe. Oh, zieht euch mal die Serververbindung rein. Das ist ja geil. Hatte ich ja noch nie. Ja, okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Tschüss!